Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Meine dritte und letzte Video jetzt hier zu der neuen Abfüllungsreihe von Glenglassaugh. Jetzt haben wir diesen Ort, in dem Glenglassaugh ist. Port Sauy. Whiskey Base 236. So, 233, 638. So, wir haben den schon verkostet, der Sand End. Fand ich lecker. Wir haben den Zwölfer verkostet. Der Rotwein und der Sherry, nee, der Rotwein und der Hefemoment war zu stark. Und deshalb werden wir jetzt hier eine mit Sherry, Bourbon und Portreifung hier haben. 49,1% und wir liegen hier bei circa 55 Euro. Ich habe angefangen mit der günstigste, das war der Zwölfjährige. Der hat hier 46. Ich ging weiter mit der Sand End, der war 50. Und jetzt haben wir das teuerste No-Age-Statement hier von Glenglassaugh. Wir sind hier bei circa 55 Euro. Oh, Gläser. Wäre gut, wenn ich sie neue, denn frische hätte, denn wir sind torfig unterwegs. So, ich dachte, ich würde einfach auch eine relative Neuabfüllung hier aus Vergleichswhisky hier rausholen. Das war der Ben Romach, der Contrast Peak Smoke 2014, 2023. Ich habe 46% und ich bin hier bei 59 Euro. Ja? Also 59 gegen 55 Euro. Der Vergleich finde ich okay. Hier habe ich Port, hier habe ich nur Sherry. Ja? So, ich und Torf, naja, ach komm, wir machen ein kleines bisschen mehr hier drin. Und ja, Glenglassaugh hat der Torfer gehabt. Es gab ein paar Liebhaber davon. Ich glaube, habe ich ein Video dazu gedreht. Ich dachte schon, dass ich da was hatte. Die fand ich hier richtig, richtig gut. Also einfach man riecht, man schmeckt und denkt, ja. So soll es so sein. Also Ben Romach ist schon eine Brennerei, mit dem ich einiges anfangen kann. Hier habe ich diese Räuchermoment schon in der Nase mit einer schönen rote Grütze Moment. Hier steht einfach mal Highland Single Malt Scotch Whisky. Hier steht tiefe maritime Wellen von getorfte Küstencharakter. So, und auf der Rückseite steht hier unser Nachbar Hafendorf von Port Sauy. Inspiriert diese tiefe maritime Geschmäcke von einer reichhaltige, torfige Single Malt. Gereift in Sherry, Bourbon und Portfässern. Das erste Mal, dass Sherry zuerst war. So, der Zwölfjährige wurde nicht von Billy Walker, auch nicht von Brown-Forman, sondern von einem Vorgänger gereift. Der hier wird wahrscheinlich auch hauptsächlich von Brown-Forman gereift. Billy Walker war nur 3 Jahre bei Glenglassaugh und sagte auch selbst in vielen Interviews, ich habe nie die Zeit gehabt, im Grunde in den 3 Jahren mein Fingerabdruck, mein Handwerk dort auszuüben, weil das hat einfach nicht, da war nicht genug Zeit dafür. So, an der Nase. Ich versuche diese Rauchmoment zu qualifizieren hier. Ein bisschen Lagerfeuer. Da habe ich viel Alkohol gekriegt. Das ist auch Achtung, wenn man hier den Glas beschichtet, indem man es dreht. Alles sehr, sehr gut, aber gibt es eine Sekunde, damit die ganze Alkoholdämpfe einmal rauskommen? Der Alkohol ist stärker als der Rauchmoment. Das ist interessant, merkwürdig. Hier ist der Rauch, diese schöne schokoladige Räucherkammer-Moment mehr. Dann kommt diese rote Beeren, also total lecker, ausgewogen, schön. Altersangabe, 8 Jahre steht da drauf, 46%. Ja, schöne, schöne Rauchnoten hier. Nicht kälteverträgt, also natürlicher Farbstoff. Alles, was das Herz begehrt, gibt es hier bei Ben Romach. Hier bei Glenglassaugh, Flaschendesign ist schon schön. Die gingen jetzt hier, Ben Romach ging es ganz bewusst Richtung Rot. Eine Glücksfarbe dort in Asien.
Ich frage mich die ganze Zeit, wer hat Glücksmomente bei Minze? Also, auch hier ist es nirgendwo zu finden, diese Farbe hier. Da haben sie ja ein bisschen dunkler gemacht. Joa, Rachel Berry hat hier alles zusammen kreiert und dann dort geblendet. Ob sie alles distilliert hat in ihrem Auftrag, glaube ich nicht. Ich habe echt meine Probleme, das hier wirklich zu greifen. Also, Tasting Notes, die ich online finde, ist, dieser Highland Whisky ist maritim, bereichert mit tropischen Früchten, dunkler Sherry, würzige Noten vom Lakritz und Seitan mit Würz. Und fügen Würze hinzu. Wow, also die haben dieses Marketing-Blabla mit See, Coastal Malts, diese Küstenmalz mit Seitan das erste Mal hinzugefügt. Ich habe echt, also leichte Sherry zusammen kombiniert mit einem malzigen. Oder Torf ist da. Das ist ein erdiger Moment. Das ist ein Räucher, Haus, also Rauch, Räuchern. Das ist sehr erdig. Falls jemand weiß, wo Glenn Glassau ihre getorfene Malz herbekommt, würde mich brennend interessieren. Ich habe nichts gefunden, ich habe auch nicht gefragt. Also, das wäre schon cool. Cheers. Ein Tick mehr Süße, als ich erwartet hätte. Also da ist ein fundamentaler Unterschied zwischen der 12-jährigen und den neuen Abfüllungen. Die Süße, die mit dabei ist, hier eine neue Abfüllung, wie sauber der da destilliert ist und wie wenig dieses störende Hefemoment da durchkommt. Bravo! Da ist nicht viel PPM da drin. Also nicht hier 30 plus, also 18 herum, würde ich sagen. Braunzucker habe ich. Hier schreiben sie Triakel. Triakel ist dann hier eine Zuckerrübensirup. Diese Sherry ist tatsächlich gegeben, aber Sherry im Port. Also immer für mich, Bushmills 16 ist Sherry im Port. Also man nimmt Bourbon, man nimmt Sherry, man nimmt Port. Also Sherry und Bourbon zuerst, Port nachgereift. Eine vertraute Geschmacksrichtung. Aber hier ist er nicht so vertraut. Aber der ist besser als der 12er. So interessant, der Sand End gefällt mir am besten. Danach kommt unser Port Roy und danach kommt der 12er. Also 12er. Gürtel wirklich weglassen und die haben versucht, das mit dem Preis auch deutlich zu machen, dass das. Ja, wir haben Fässer noch hier, wir wissen nicht, was wir tun damit. Hier, weg damit und dann gibt es nur noch unser Juice in der Zukunft. Ich probiere nochmal. 49,1% ist schon äußerst merkwürdig für eine Core-Range-Produkt. Frage des Tages: Welche Core Range Produkt kennt ihr mit 49,1%? 50,5%, das mit Sandend, kenne ich vom Wild Turkey 101 ohne Ende und viele andere Produkte in Amerika mit 101, aber nicht 49,1%. Und das ist nicht Fassstärke. Irgendjemand, Rachel Berry oder sonst was, hat das gewählt. 49 kenne ich, 48 kenne ich, 49, etwa 5 kenne ich, 50 kenne ich, aber 49,1%. Warum? Warum Komma 1? Ist der Whisky wirklich in diesem Moment hier perfekt? Ich kriege ein bisschen was heißt, leicht angekokelte Marshmallows kriege ich hier drin. Also, die Tasting Notes sind hier Glenn Glassau, Port Soy, sitzt auf der Zunge mit einem Full Body Profile, einem vollen Körper, kombiniert mit dunkler Schokolade, fermentierte Soja,
Also eingemachte Mangos, Trächel, dieses Zuckerrübensaft und auch eine Prise Seesalz. Und der Whisky hat ein medium-lange Finish und es hinterlässt eine maritime Note mit einem Hauch von Peat Smoke. Genau, also der ist wirklich nicht so, als ob nur ein Bruchteil von dieser gemälzte Gerste rauchig gemälzte Gerste ist, nicht gänzlich. Macht Highland Park übrigens auch und deshalb haben sie nicht so viel, also 30% getorft vor Ort, 70% nicht getorft und dann hat man Highland Park. Talisker bin ich gar nicht so sicher, ob sie auch mixen. Aber ist schön, ist schön. Ganz, also alle Glen Glasshouse bisher waren wirklich filigran, waren wirklich hier sehr delikat. Auch hier, also wirklich, als ob es ein Blend wäre fast. Böses Wort. Es wurde kreiert, um wirklich zu harmonisieren. Also da muss ich sagen, sowohl Sand End wie auch Port Zoy hat Rachel Berry top, super tolle Arbeit hier geleistet. Die 49,1% sind sehr ausgewogen, der Alkohol ist da, ohne den zu stören, ohne den Vordergrund zu treten, unterstützt alles. Dieses Braunzuckermoment, dieses leichte Rauchmoment, diese dunkle, eingemachte rote Grütze ist denn da. Ich kriege jetzt hier nicht eine salzige Moment, das hatte ich hier bei der Sandend hier mit dem Manzanille-Fässern hier gehabt, hier nicht. Schön. Der Sandend ist nur ein Müh besser als hier. Und da werde ich nur einen Punkt abziehen, weil das dann ein bisschen rauchig ist. Aber auch 3, an einem guten Tag 3 plus. Preis-Leistung 55. Ah, auch da ein 3 minus. Wobei jetzt hier auch rauchige Whiskys müssen nicht immer alt sein. Gerade jetzt hier bei so ein Whisky, ich finde den sehr ausgewogen. Ich weigere mich zu sagen, dass ich den hier besser finde als der Sandend. Aber wenn ich ein Fan wäre von rauchigen Whiskys, wäre dieses hier sogar besser. Gut, ich schwärme, ich denke, der ist gut. Kommt noch ein bisschen rein und dann gehe ich zu Ben Roh machen, kommt er zurück. Echt? Also 49,1%. Top. Ben Romach. Kleines bisschen hier. Nur 46%. Da kommt der Rauch deutlicher. Auch gerade hinten raus. Also es heißt hier Contrast Peat Smoke. Also 57 ppm. Im Vergleich dazu. Im Vergleich zu der Einhorn vom Whisky.de mit 40 ppm wirkte der einfach mal ein Schwächling. Und der ist immer noch nicht hier stark an Rauch. Der ist einfach so wenig Rauch. Und das finde ich schön. Also wirklich ein Highland Park, aber ohne Heidekraut. Ein bisschen da ohne der Talisker zählen wie ein Talisker-Rie. Oh, den könnte ich auch nehmen hier als Vergleichswhisky, nicht wahr? Gell? Also, weil wir haben hier Rauch mit Torf. Also, ich habe noch die alte Abfüllung. Okay, ich habe einfach mal hier eine alte Port Rhee, also finnischen Portfässern, jetzt hier mit meiner Standard 45,8%. So damals richtig schön Pappe da drin, um alles zu schützen. Heute liefert man die Flaschen einfach mal so. Ah, die Whisky-Welt hat sich verändert in den letzten paar Jahren. Und auch der Art, wie Whisky auch hergestellt wird, ändert sich hier radikal in den letzten Jahren. Auch gerade aus technischen Gründen. Also wie alles dann erhitzt wird, wie der Gewinnung vom Wärme dann dort praktiziert wird und verschiedene andere Dinge werden der Art und Weise, wie Whisky
genießen hier in den nächsten 10, 20 Jahren hier merklich prägen. Gut, Port Rhee. Viel, viel mehr Port. Viel weniger Port. Der Rauch kommt ein bisschen mehr durch hier bei Glenglassau als bei Talisker. Und der meiste Rauch kommt hier von der Ben Romach. Ja, 57% ppm, ja, Jason? Gut, dann probieren wir mal. Ups, hat sich ein kleines hier Vieh. Oh, Jason. Ich habe gerade neu eingeschenkt und sofort ist da eine kleine. Gut. Ne, nicht geschafft. Schaut zu, wie ich hier das denn wegkriege. Oder nicht. Gut. Mücke oder Fruchtfliege ist weg. Yep. Da bist du. Haha, geschafft. Yay, endlich. Wirkt eindeutig dünner. Eine schöne, leichte Talisker-Rauchmoment mit viel Port-Einfluss. Eine meiner Lieblings-Taliskern überhaupt. Sehr, sehr, sehr schön. Im Angebot unter 40 Euro immer noch. Mit der neuen Verpackung erwartet 50 Euro. Leider. Diageo zieht die Preise stark an. Also, wer Port Rhee gerne hat, einfach mal ein bisschen bunkern, Leute. Die Preise kennen nur eine Richtung, nach oben. Und jetzt der Glenglassau als Vergleich. Viel weniger Port. Die 49,1%. 40 Euro, 60 Euro. Muss man einfach bedenken dabei, ja. Ach, nicht 60 Euro. Hier kriegt man den tatsächlich für 55 Euro. Was sage ich hier? Ja, 55, nicht 60. Der Port ist hier deutlicher zu erkennen, aber hier diese Sherry-Port-Mischung. Und deshalb liebe ich meine Vergleiche, weil nachdem ich das im Glas hatte, oh ja, dann gehe ich, okay. Also ich brauche einen Vergleich. Mein Gedächtnis für Aromen und Geschmäcker ist nicht perfekt. Ich würde. Ich. 1, 2, 3. Da hat ein bisschen. So für mich, für die kleinen Jasons hier unter uns, die Rauch nicht so mögen, nicht so draufstehen, hat er im Vergleich zu diesen beiden viel zu viel. Er hat verglichen mit einem Ochtemor, mit einem Artbeck, mit einem Lagavulin zu wenig für manche Leute, aber ich würde der Talisker Port Rhee bevorzugen. Sehr, sehr schön, harmonisch, schön, leichte Rauch hinten raus. Hier habe ich ein bisschen mehr Rauch, aber dieser Port-Sherry-Moment-Kombi ist dicht gefolgt da drin. Der Mundgefühl ist hier besser, der wirkte dünner mit 45,8%, ist kälteverdreht. 49,1% glaube ich, ist nicht kälteverdreht vom Geschmack her. Und auch von einfach mal die paar Prozente mehr geben diese Whisky hier was Gutes. No Age Statement, hier eine Altersangabe. Ist gut. Was ich nicht gemacht habe, glaube ich, bisher, war ein bisschen Wasser hier zu spielen. Machen wir ein bisschen was hier rein. Dadurch kommt ein bärige Moment, eine cremigere. Mit Wasser, wenn ich die beiden mit Wasser vergleichen würde, der Talisker wäre Platz 2, das wäre Platz 1. Also, echt, welches hier gutes Zeug. So, beiden muss ich sagen. Der Sand End
Und auch der Port Soy kann ich wirklich hier empfehlen. Frage des Tages. Leicht rauchig und fruchtig. Mit Port, mit Sherry, wie auch immer. Was könnt ihr empfehlen? Ich habe der Talisker Port Rhee hier. Ich habe den Glen Glassau Port Soy. Und wir haben hier der Ben Romach Contrast Peat Smoke. Was ist euer Lieblingswhisky in diesem Segment? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Frage habt ihr gerade bekommen. Auch beide Flaschen wurden hier gänzlich durch meine WhatsApp-Flaschenteilung Gruppen verteilt. Es gibt eine Liste, wo viele andere Samples drauf sind. Es lohnt sich immer wieder dabei zu sein. Und ich freue mich, eure Kommentare da zu lesen. Bis dahin, ciao.